Hallo YouTube und herzlich willkommen zum neuesten Last House Video. In diesem Last House Video, dieses Mal, geht es um das bevorstehende Update, das ja so riesig und fantastisch ist. Ich weiß nicht mehr, ob sie das gesagt haben oder wie. Es ist einfach so, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was für ein hammergeiles Update kommen könnte. Und zwar hat Game Imperium gesagt, im Video gesagt, es könnte ja Level Cup sein, das sie aufsetzen. Was ich denke, dass das ist so prägend, ich denke, das ist so. Mich kann man fast nicht mehr von dieser Idee abhalten, also nicht abhalten, wegbringen. Und zwar, ich denke, Gamigo will das mit den Cars, die Cars zu verkaufen, sicherer für die Nutzer machen oder angenehmer. Und zwar gibt es ja Cash-Karten und dasselbe einfach als Car, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag, ich hätte jetzt einen höheren Car noch, dann würde ich den könnte ich den irgendwie in einem Item sozusagen einfrieren. Das heißt, ich nehme das Item, benutze das und dann geht es irgendwie 12 Stunden oder so, hat man sozusagen wie eine Wartefrist, wenn man sich das anders überlegt, und dann wird das Item, also wird der Char eine Art Item, und zwar einfach so eine Karte, das hat man dann im Lager. Und da muss man einfach drauf schauen, dass erstens mal der Char nichts mehr drin hat, kein Gold und so, keine Rüssi, weil es vielleicht dann umso viel schwieriger ist, das als Karte, also wegen Programmieren, dass man das alles auch noch hat. Und weil ich finde, das ist zu vergleichen, wie wenn man jetzt irgendwie ein Auto, zum Beispiel wenn man jetzt ein Auto nimmt, einpackt und auf eine Ladebrücke macht, dann schaut man auch, dass man irgendwie nicht noch ganz viel Zeugs im Auto hat und Sachen, die ausleeren könnten und zerbrechen und so, schaut man auch, dass möglichst sicher ist und möglichst gut befestigt und so. Denkt man auch, ist eine blöde, ich glaube eine blöde Ding gewesen, Vergleich gewesen, aber ja, ich denke, das wäre noch echt noch genial. Und ich finde, also falls sie das machen würden, wäre noch cool, wenn sie wie einen Kurs vorschreiben würden. Also ich sage jetzt mal, wenn man normalerweise für einen 160er Car zum Beispiel 600 Euro bräuchte, ich weiß nicht, wie viel man wirklich braucht, dass man dann, ich weiß zwar nicht, ob dann noch irgendjemand das kaufen würde, aber dass man dann irgendwie mindestens noch 300, also Sachen im Wert von 300 Euro bekommt. Aber ja, ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich nicht gut, weil dann, ja. Aber das würde ich sehr feiern. Oder wenn das Level Cup hochgesetzt wird, das heißt, nur das Level Cup selber wäre eigentlich gar kein Problem. Was eher ein Problem was eher zu bewältigen wäre, neue Map, hoffentlich neue Mobs, nicht irgendwie Orks einfach in statt so in grün, wie jetzt da so grün bauen, einfach irgendwie in blau oder in schwarz, sondern wirklich richtig komplett neue Mobs, neue Attacken für die Cars oder vielleicht auch für die Mobs, neue Rüssi, neue Waffen oder was der Game Imperium gesagt hat, oder Imperium heißt er, glaube ich, was der gesagt hat,
Vielleicht könnten auch neu eine Art, eine neue Combo rauskommen mit neuer Komboschmuck. Würde ich auch sehr, sehr feiern, weil also es ist zwar schon geil, dass die Mobs mittlerweile so schnell down sind. So kann man natürlich gut machen und alles, und auch wenn man selber Komboschmuck machen will. Find ich schon Hammer. Aber wenn eine Art neue Combo rauskommen würde, aber dann würde wahrscheinlich diese Münzen ziemlich runtergehen, also dann hätten die wahrscheinlich nicht mehr viel allzu viel Wert. Aber ja. Das könnte noch eine Idee sein von mir. Und sonst nicht wirklich etwas, oder? Ja, also es gibt viele Sachen, die man patchen müsste oder sozusagen updaten müsste, weil es schon ziemlich veraltet ist. Aber ja. Dann würde ich mal sagen, schön war's. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.